Die nächsten drei Funktionen, einmal scheren, dann die Perspektive und das Spiegeln, das mache ich jetzt in einem Video. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, entsprechend hier eine Schräge entsprechend zu setzen. Hier ist auch wieder wichtig, im Vorfeld die Leinwand entsprechend zu verändern, weil sonst ist das Auto entsprechend abgeschnitten und ich habe hier transparente Bereiche. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, das Bild entsprechend zu transformieren, zum Beispiel so. Sind schöne Effekte und die letzte Möglichkeit hier das Spiegeln. Hier wird einfach dieses Foto entsprechend gespiegelt. Ich kann auch hier das auf vertikal setzen und dann ist das hier eben umgestellt. So.